Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und begrüße euch herzlich zurück bei Darksiders 2, wo ich auf dem Weg bin in die Maker's Forge, denn wir haben gerade das Wasser an die Tears of the Mountain wieder befreit. Und das wollen wir uns natürlich, die Belohnung dafür wollen wir uns natürlich, die wir uns wirklich verdient haben, wollen wir uns natürlich abholen. So, ich glaube, ihr könnt mich mal, ich habe keinen Bock, euer Nest zu besiegen. Bin drauf und dran zu überlegen, mir noch die kleinen Steine zu holen, bevor ich wieder vergesse, wo sie alle waren. Ich weiß, zwei hatten wir schon gesehen. Und das wäre jetzt die Überlegung, ob ich das vorher noch schnell mache. Ich glaube, das machen wir. Und zwar gehen wir dafür aber auch fast traveln, denn sonst dauert das alles ewig. Die Welt ist einfach so groß. Mist, da waren zwei. Wo war denn der zweite? Ich weiß, dass einer hier gleich links ist. Die müssten wir jetzt so wegboxen, die Gegner hier. Zack. Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe noch nicht das letzte Item für die Schamanin. Muss ich da hochklettern oder kann ich den auch von unten treffen? Ah, den kann ich. Nee, kann ich nicht. Tod kann ja nicht nach oben schießen. Pew. Eine Sammelquest, yay. Sammelquest, yay. So, wo war denn der andere? Ich weiß, ich habe noch einen gesehen. Da kamen wir nur mit dieser hin, wenn wir dieses Ding für die Kette haben. Wo habe ich denn noch einen gesehen? Ich weiß, ich habe noch einen gesehen. Scheiße. Na egal, wir gehen erstmal zurück nach Tristone und dann schauen wir mal. Ich denke jetzt mal, das wollte ich gerade nochmal gucken. Ja, das müssten wir, können wir gleich mal gucken, ob wir das eigentlich mittlerweile können. Lost Temple, da waren wir noch nicht. Da haben wir auch noch nichts. Da fehlt uns auch noch ganz viel, da auch. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir uns der Hauptquest widmen, versuchen wir mal, fragen wir mal bei Thane an, ob wir jetzt eine Chance gegen den haben. Keine Ahnung, wir sind ja mittlerweile ein paar Level gelevelt. Oh, out with it, horseman. I can tell when you've come to boast. The forge has been restored. Aye, and Alia ran round the village the moment the waters reached us, giggling like a 2,000-year-old. No, it's a right noble deed for one of the riders. Perhaps I was wrong about you. Okay, erstmal bei Train gucken, was der uns noch so beibringen kann. Mhm. Oha, so viele verschiedene Attacken. Oha. Oh Gott, das ist kompliziert. Ach, das sind aber, glaube ich, für Zweitwaffen. Die Sachen. Okay. Hier gibt's auch wieder eine Whirlwind Combo. Ich habe keine Ahnung, aber die sind sauteuer. Wir lassen das mal. Ich wollte nochmal mit dir fighten. Ich hoffe, dass. Okay. Okay, aber mittlerweile können wir. Können wir mithalten mit ihm? Ich sehe das, ich sehe seinen Lebensbalken und meinen Lebensbalken sehe ich auch. Das habe ich auch nicht behauptet, dass der Battle nicht far from over wäre. Aber ich glaube, wir können das gewinnen. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Oh, ich habe. Ha. Haha. Ich habe gelevelt. Should never go unrewarded. You got lucky. Mayhaps I am too old to do this. Age isn't everything. So, you can fight an old warrior, but to earn your name, you'll have to do better than that. Baethir, Echidna, Argyll,
These are what we makers call death. You kill them all, and mayhaps I will grant you are the true Reaper. Sounds like a challenge. Aha, okay, jetzt kriegen wir hier neue Quests von ihm, aha. If I'm to be your executioner, I would hear more of those that I'm to kill. I will tell you what I know. Where can I find Baethir? Baethir and her kind once ranged across the Forge lands, hunting us like cattle as we made this world our home. One by one, we hunted down and slayed the fell beasts. But Baethir, she made herself a deep burrow and slithers out only to feed. I only know that she's a beast of fire and smoke and that she's made her lair beneath the earth. Okay. Also er erzählt uns jetzt von so verschiedenen Viechern, die wir für ihn umbringen. Also wir haben ihn im Kampf besiegt, er hat gesagt, alles klar. Du bist halt besser als ich bin aber auch nur ein alter Krieger. Und wenn du wirklich von mir der wahre Sensenmann genannt werden willst, dann musst du diese vier Viecher besiegen. Und das erste ist so ein Feuer- und Rauchviech, das unter der Erde lebt. Okay, was hat's mit Gorewood auf sich? What of Gorewood? Once Gorewood was a friend to my people. Then why seek my aid? Corruption has taken our forest, and Gorewood is a being of that old wood. Where one goes, so goes the other. Gorewood is filthy with corruption. He must be put down. Okay, Gorewood war früher ein Freund von ihnen, aber der ist jetzt durch die Corruption korrumpiert und deswegen müssen wir den auch erwischen. Alles klar. Even I know the name Echidna. Why do you seek her death? An old debt, forged before your time. All know the Shadow Realm of Echidna. Why do you not travel there and kill her? I have tried, only to find her realm in chaos. The Spider Lords had bathed her throne in blood, and Echidna was nowhere in sight. I spent years following her trail to the realm of the dead. Then all this happened. I returned home to my people and left old debts unpaid. Okay. Dann gibt's jemanden, der im Shadow Realm unterwegs war, irgendeine Spinnenkönigin, mit der er noch eine alte Schuld zu begleichen hat. Naja, dann. Und das sollen wir jetzt für ihn erledigen, weil er muss hier Corruption und so. Tell me about Argyll. Ach, a madman. A beast in need of killing. I had sight on the deed myself, when the current Lord of Bones rose up and defeated the mad king of the undead. Then Argyll is no more. My bones have always told me otherwise. The old king lives. I'm sure of it. Okay. Und er ist irgendwie der König der Untoten, der eigentlich besiegt wurde. Und wir wissen nicht so ganz genau, ob der tot ist. Er sagt nicht. Aber eigentlich, wurde er besiegt. Reden wir erstmal mit allen hier im Dorf, nochmal mit der Schamanin da oben und so. Oder es sei denn, die sind alle jetzt in der Forge. Nee, sie ist schon mal noch hier oben. Hi. What was old is new again. Okay, bei ihr kommen wir nichts weiter als Potions und weiterhin Talismänner kaufen. Die redet nicht neue Sachen mit uns, nur weil wir ihre Forge hergestellt haben. Der gute Wahllose redet sowieso nicht so viel. In that case nehmen wir die Abkürzung. Flupp. Ich weiß gar nicht, ob wir hier im Let's Play schon waren. Dadurch, dass das Let's Play am Anfang so oft schief gegangen ist. Ich bin hier definitiv in einer der Aufnahmen reingegangen, aber ich glaube nicht mehr in der, die wir jetzt final zum Laufen gekriegt haben. Naja. It is finished then, at long last. Death, this is a maker's key, and you had best take it now, before I come to my senses. You seem more likely to lose them, old one. A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian, meant to be our greatest weapon and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now I fear something else roams within. The Guardian was never finished. If the Guardian is your masterwork, how am I to complete him? In the forest,
lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the Foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's Key. Aha, okay. Also sie haben diesen Guardian gemacht, der ist aber nie fertiggestellt worden. Und es gibt irgendwo da draußen noch ein weiteres Konstrukt, mit dem wir reden müssen, das ein pures Herz hat, auch wenn es nicht so mächtig ist wie der Guardian. Ich habe ja eine Vermutung, wo wir das finden. Erzähl mir was über den Schlüssel. The constructs are awakened by a key. Aye. Constructs do not have a soul like you or I. Not until that soul is given. This key unlocks the stone and prepares it for the ebb and flow of a Maker's life force. In fact, it will bring to life most any construct you find in the realm. And what makes you think I have a soul, or what? Isn't that what troubles you? Hm. Okay, Konstrukte haben keine Seele, deswegen braucht man diesen Schlüssel. Mit dem Schlüssel gibt man ihnen sozusagen eine Seele. Und dadurch aktiviert man sie. Und jetzt fragte Tod noch ganz nett, woher glaubst du denn, oder warum glaubst du, dass ich eine Seele habe? Und dann sagte er nur, ja, was meinst du denn, was dich so besorgt? Okay. Erzähl mir mehr über die Konstrukte erstmal. How will I know when I found this construct? Constructs are beings of boulder and stone, animated by a Maker's life force. Most possess but a fraction of a soul. Just enough to drive them and give them purpose. But through others course the whole of a Maker's being, his memories and emotions. A story half remembered. Life weighs heavy on us all. Not even stone can bear it. Ah, okay, das ist eine interessante Geschichte, die er erzählt hat. Diese Konstrukte werden halt durch eine Seele belebt und die meisten kriegen nur sozusagen einen Funken einer Seele oder einen ganz kleinen Teil einer Seele, der gerade eben genug ist, damit sie ja sozusagen den Job tun, für den sie gebaut wurden, also sich bewegen können und was weiß ich, Bäumen, Holz fällen oder was weiß ich, was die so machen. Und er sagt, es gibt aber auch manche Konstrukte da draußen, die einen großen Teil einer Seele bekommen haben oder einen sehr großen Teil einer Seele bekommen haben und die quasi sozusagen die Erinnerung und alles des Makers, eines Makers haben, quasi die Geschichte dessen, der ihnen die Seele gegeben hat, an die man sich so halb erinnert. Und warum ich das so spannend finde, ist, wenn wir zurückdenken an den, wie hieß er denn gleich, Blackroot, Schwarzwurzel oder sowas, dieses Konstrukt mit dem Gras auf den Schultern, das wir gefunden haben, für den wir diese Steine sammeln sollen, vielleicht ist der ja auch so einer, wo sozusagen so einer der Maker seine Seele reingesetzt hat. Zumindest liegt das nahe nach dieser Geschichte. Finde ich spannend. Okay, die Macht eines Wardens. If Wardens can resist corruption, why not use them to cleanse your realm? Sadly, the Wardens were called when the seals were broken. The Maker's toll to be paid at the end war. This Warden is all that remains. Ah ja. Then the seals were broken. Aha. Okay. Er sagt, wenn diese Wardens, das ist also das Ding, mit dem wir die Corruption hier bekämpfen sollen, die Corruption eben bekämpfen können, warum haben sie es dann nicht gemacht, sozusagen? Und er sagt, ja, als die Siegel gebrochen wurden, war es der Zoll oder das, was die Maker halt, oder die Erschaffer halt bringen mussten, war halt, dass sie diese Wardens in den End War schicken. Und tja, also es sind die Siegel wohl doch irgendwie gebrochen worden, sagt Tod. Und wir haben auf jeden Fall diesen Maker's Key bekommen. Und damit können wir jetzt Konstrukte animieren. Und ein Level-Up haben wir auch noch bekommen. Das ist das zweite Level-Up, das wir in kurzer Zeit bekommen. Krass. Und wir sollen den Lost Temple finden. Ja, okay. Wow. Many Story. Und jetzt reden wir erstmal mit Alia. The Forge blazes again, Ryder, thanks to you. But that's no excuse to hang about. Have you not a construct to awaken? Bla bla bla. Erzähl mir mehr vom Schlüssel. Why use a key to awaken the constructs? Spirit doesn't pass through stone, unless you carve a channel for it. That's what the key is for. It's sharp enough to slide through the stuff of life. Be careful where you point it. Okay. Aha. Browse around. We have new items. Wir kriegen jetzt mittlerweile lila Items bei ihr.
Frage mich, ob sich das lohnt, dass man quasi wirklich für ein richtig teures Item dann Geld spart und das sich kauft. Und wie lange das dann hält. Ich habe nicht so das Gefühl, dass... Guck mal, so geil ist das gar nicht, dieses Item hier. Das ist Level... Das hat, gibt uns zwar schon noch andere Werte, aber fast gar keine Defense. Oder nehmen wir mal die hier. Das gibt uns sogar weniger Defense als die Schuhe, die wir anhaben. Gut, gibt uns 10% Crit-Chance und 6 Punkte Arkan, aber das ist halt auch nicht so geil. Wenn man bedenkt, dass das 22.000 kostet. Hart. Valus hat wahrscheinlich immer noch nichts zu sagen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ich will euch nochmal eben diesen geilen Ausblick zeigen, denn wenn wir hier im Let's Play noch nicht hingegangen sind, dann will ich euch trotzdem zeigen, wie krass geil das hier aussieht. Jedenfalls hat uns Alia gerade noch erklärt, dass wir, Moment, hörst du mal auf, mich rumzuschubsen? Ey! Hat mich gefangen! Nein! Ich komme hier wirklich gar nicht raus. Ah ja, okay. Alia hat uns gerade noch erzählt, dass man, also beziehungsweise Tod hat gefragt, warum wir diesen Schlüssel brauchen, um die Constructs zu aktivieren. Das sieht schon sehr geil aus. Und sie hat gesagt, ja, man muss halt die Seele sozusagen da reinpressen, sage ich mal. Und der Stein ist halt quasi, nicht der Stein, der Schlüssel ist gerade scharf genug, um sich durch Lebensessenz durchzuschneiden oder so. Ach so, genau, hier waren wir dann wahrscheinlich auch noch nicht. Ich meine, könnte mir vorstellen, dass ich hier nicht nochmal hingegangen bin, nachdem mehrfach Aufnahmen halt nicht geklappt haben. Hier habe ich keine Ahnung, was es gibt. Hier war ich das letzte Mal auch. Da gibt es da unten ganz viel Wasser, wo wir sterben, wenn wir reinspringen. Was ein bisschen komisch ist, weil man ja eigentlich im Wasser schwimmen kann. Dann sollten sie es irgendwie deutlicher signalisieren. Aber... Da auf der anderen Seite ist ein großer, sehr episch gemachter Tempel mit Statuen von Thane. Aber da kommen wir irgendwie nicht rüber, denn die Brücke ist nicht da. Hier, da. Da, da. Okay, wir sollen noch das Construct reawaken und wir sollen den Tempel finden. Ich guck gerade mal auf meinen Timer, die Folge ist eigentlich wieder lang genug, aber ich hätte schon Bock nochmal zumindest das Construct zu awaken. Und deswegen, weil ich danach... für diese Aufnahmesession auch Schluss mache, will ich nur noch das Construct mal awaken. Mal gucken, was der mir zu erzählen hat. Bin ich neugierig drauf. So, also hin da. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch genauso gut, da ist noch so ein großer zum Besiegen. Diese Folge hat wieder mal eine Überlänge, weil es wieder die letzte Folge einer Aufnahmesession ist und Ente gerade noch ganz dringend noch zwei, drei Sachen machen will. Wahrscheinlich würden diese Sachen, die er dann noch machen will, reichen. Oh, ich könnte mir die Münze wahrscheinlich... holen, wenn ich einfach von der richtigen Stelle da oben runterspringe. Er lebt ja immer noch. Oh, ich hätte auch noch Skillpunkte, die ich auskippen kann. So viel Erfahrung bringt er mir wahrscheinlich gar nicht mehr, jetzt wo ich so viele Skillpunkte bekommen Level durch die Quests da bekommen habe. Okay, so, hier mussten wir irgendwo lang. Wusch, wusch, wusch. Wusch. Da mussten wir um die Ecke, genau. Ich frage mich auch, wo wir diese vier Bosse finden. Ob wir die alle hier auf der Map finden, ob es da noch andere Maps gibt. Gucken wir mal ganz kurz in unser Menü. Ach, hier wird uns der Maker Key gar nicht angezeigt. Den Maker Key hat man halt einfach. Ist der dann hier unter Quest Items? Ah ja, Tatsache. Okay. Na gut. Dann aktivieren wir mal diesen Typen hier, wa? Ah. Oh, sieht auch nicht so aus, als würde es ihm gut gehen. Who disturbs my sleep? A fleshling in a fool's lands. You have the look of neither angel nor demon. When last I woke, they were the children of creation. But your kind, I do not recognize. How long have you been sleeping? How long? That I do not know. But I seem to be half my normal stature. In construct sleep, the stone wanders. Perhaps you might find my wayward self and return it to me. How can I do that? Take this. Mhm.
Der Typ heißt also Orin. Hat uns sein Herz gegeben, das ist aber nett. Damit können wir seine Bodyparts wiederbeleben. Ah, nice. Okay. Liebe Leute, an der Stelle mache ich doch mal kurz einen Cut. Weil wieder noch zu viele Sachen in meinem Kopf rumgehen, die ich vielleicht doch noch machen will. Es reicht doch noch für dann muss doch noch eine eigene Folge her. Liebe Leute, ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sagt ciao, ciao.